Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mir zuzuhören. Ich habe das Ganze hier Tasse Tee genannt. Warum? Einige von euch haben mir geschrieben und mir verschiedene Fragen gestellt. Am liebsten würde ich dann sagen, komm doch einfach mal auf eine Tasse Tee oder Kaffee zu mir und wir unterhalten uns ein bisschen. Aber das ist ja nun leider nicht immer möglich. Und weil manche Fragen sich auch wiederholt haben, dachte ich mir, statt immer jedem einzeln zu antworten, mache ich einfach mal das ein oder andere kurze Video und erzähle, was ich so denke. Also, heute nehme ich mir die Frage vor, die gestellt wurde: Wie hast du gelernt, Gott zu vertrauen? Ja, gute Frage. Es heißt ja immer, bleib ruhig, vertraue, alles wird gut. Ist das nur ein dummer Spruch? Nein, nicht wirklich. Allerdings kommt es darauf an, wem du vertraust. Zu Beginn möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Stell dir einen Baum vor. Er ist noch nicht sehr alt und ein bisschen schief. Einige Äste wurden abgerissen. Aber da steht er und ist eigentlich ganz hübsch anzuschauen. Nur seine Wurzeln, die sind noch nicht sehr tief. Das Wetter ist herrlich, die Sonne scheint. Es gibt immer mal wieder einen angenehmen Sommerregen. Halleluja, was gibt es Besseres? Doch dann kommt starker Wind auf und der Baum schafft es kaum stehen zu bleiben. Seine Wurzeln sind nicht tief genug und es fehlt nur noch eine starke Böe und er fällt um. Aber dann legt sich der Wind wieder, Gott sei Dank. Die Sonne scheint, der Regen kommt und der Baum wächst einfach weiter vor sich hin. Aber plötzlich bleibt der Regen aus. Die Hitze wird immer unerträglicher. Im Boden findet der Baum keine Feuchtigkeit mehr. Langsam beginnen die Blätter zu welken und der Baum sieht immer elender aus. Aber da ist dieser Überlebenswille. Während oben die Sonne brennt, graben sich die Wurzeln immer tiefer. Da muss doch irgendwann Wasser kommen. Kurz bevor der Baum aufgibt, beginnt es wieder zu regnen. Er erholt sich und steht fester gegründet als vorher. Das geht auch einige Zeit gut. Durch die tieferen Wurzeln hat er nun genug Wasser, um jede Trockenperiode zu überstehen. Aber dann bricht ein Unwetter aus. Es blitzt und donnert und dann schlägt es sogar in der Nähe ein und es beginnt zu brennen. Die Flammen kommen immer näher, es wird unerträglich heiß und auch unser Baum wird an einigen Seiten angesenkt. Dann plötzlich beginnt es wie aus Eimern zu schütten. Und das Feuer wird wieder gelöscht. Also, unser Baum hat auch das überstanden. Er wird nun sogar als Folge dieses schrecklichen Erlebnisses noch durch die Asche, die entstanden ist, gedüngt. Und er wächst und die Wurzeln greifen tiefer und tiefer. So, ich habe dir jetzt eigentlich was von meinem Leben erzählt, meinem Lebensbaum sozusagen. Ein Leben mit Höhen, aber auch extremen Tiefen. In den Zeiten, in denen ich am meisten gelitten habe und in denen ich am meisten Tränen vergossen habe, habe ich aber auch Gott am meisten gesucht. Das heißt, meine Wurzeln gingen in den Zeiten immer tiefer. Wir müssen ja mal ehrlich sein, wenn alles immer bestens ist, wozu solltest du denn vertrauen? Und wenn alles immer glatt geht, wo wirst du dann herausgefordert? Nun ist es aber so, dass kein Leben ohne Herausforderungen bleibt. Mein Vertrauen ist ständig gewachsen mit jeder Situation, in der ich Gott vertraute, vertrauen musste. Denn ich habe gemerkt, ich konnte schon lange nichts mehr tun. Da waren Dinge, die aus menschlicher Sicht unlösbar waren. Aber er hat meine Suche nach ihm und das Festhalten an ihm belohnt. Meine Beziehung zu Jesus wurde immer stärker und ich durfte ihn mehr und mehr kennenlernen. Und heute ist er mein bester Freund. Es gibt nichts, das ich ohne ihn mache. Er lebt ja in mir und somit ist er überall dabei. Als nun die schlimmste Situation in meinem Leben eingetreten ist, ein Sturm mit Blitz und Donner, da hat sich gezeigt, was mein Wachstum im Leben bewirkt hat. Ich stand fest. Ich stand wirklich fest.
Als mir gesagt wurde, sie haben einen Tumor, es ist fortgeschrittener Krebs, es hat schon Metastasen gestreut, da stand ich fest gegründet in meinem Gott und wusste, nichts und niemand kann mich trennen von seiner Liebe. Ich war mir so sicher, dass er bei mir ist, auch in diesem Sturm. Und wenn ich jetzt hier durch muss, dann wird es mir zum Besten dienen. Das wusste ich. Und das größte Zeugnis für mich selbst war die Tatsache, dass all das, was ich immer anderen gesagt hatte, also mit Jesus habe ich Frieden im Herzen, ich habe keine Ängste, da ist eine Freude, die so tief ist, dass ich sie nicht erklären kann und so weiter, dass das alles wirklich wahr ist. Und ich war nicht geschockt. Der Frieden ist nicht gewichen und auch die Freude war da. Und ich hatte keine Angst. Weißt du, das ist kein Hirngespinst, sondern ich diene einem lebendigen Gott, der in mir lebt und der größer ist als alles, was mir zustoßen kann. Und eins kann ich dir sagen, der Teufel hat sich mit Sicherheit schon in den Hintern gebissen, dass er diese Attacke gegen mich gestartet hat. Denn statt mich zu brechen, wurde ich stärker als vorher. Statt mir zu schaden, haben viele Menschen Mut gefasst durch mein Zeugnis. Der Heilige Geist wirkt das alles in mir, nicht ich. Gott sei dafür alle Ehre. Doch es brauchte einen Weg dorthin, in dem mein Vertrauen immer wieder geprüft und gestärkt worden ist. Wo keine Prüfung ist, da ist auch kein Vertrauen notwendig, ganz einfach. Wenn wir Gott folgen, werden wir nie enttäuscht. Er lässt nichts zu, das über unser Verlangen geht. Und da möchte ich auch dir Mut machen. Egal, was du im Moment durchmachst, denke immer daran, was in Römer 8,28 steht. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und alles heißt alles. Heute siehst du noch nicht, warum Dinge geschehen, aber eines Tages wirst du rückblickend erkennen, dass alles einen Sinn hatte. Bitte vertraue Jesus. Er liebt dich von ganzem Herzen und er will, dass du über deine Umstände triumphierst und nicht unter ihnen leidest. Du darfst ihm wirklich vertrauen. Ja, soweit für heute. Schön, dass du bei mir warst. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal vielleicht auf eine Tasse Tee. Shalom.